Allerseits, ich bin jetzt extra heute nochmal bei der Post vorbeigefahren, um zu schauen, ob das Päckchen heute mitgekommen ist. So, tada, das Päckchen ist endlich da. Das ist voll nervig, wenn ich Extensions drin habe mit der Sonnenbrille, weil die dann immer hochhüpft. Naja, auf jeden Fall ist das Päckchen zum Glück heute mitgekommen. Vielleicht war es sogar schon gestern da. Sie hat es nämlich auf Simone Stark geschickt. Und eigentlich gehen die Päckchen nur auf Simone. Deswegen musste ich jetzt erstmal erklären, wer und was Simone Stark ist und warum, wieso, weshalb. Aber es ist da. Da ist es und ich werde es jetzt auch. Jetzt habe ich wieder Probleme mit mir und dem Rad und der Kamera. Auf jeden Fall werde ich das jetzt daheim direkt auspacken und dann bekommt ihr das Unboxing-Video am Freitag um 18 Uhr auf meinem Beauty-Kanal. Und den Link zu meinem Beauty-Kanal findet ihr unter jedem Video in der Infobox oder auch auf meiner Kanalstartseite. Also ich sage das jetzt nochmal für euch, damit es nicht immer solche Probleme gibt. Päckchen bitte an meine Päckchenadresse und nur Simone schreiben. Und Briefe und gepolsterte Umschläge und Versandtassen, Taschen könnt ihr an mein Postfach schicken. Jetzt habe ich gar nicht mehr in mein Postfach geschaut. Vielleicht wäre da ja eine Karte oder ein Brief von euch drin gewesen. Schade. Aber ich war vor ein paar Tagen schon und da hatte ich eine Karte. Die werde ich dann auch in dem Video zeigen. Jetzt ist ja Urlaubszeit. Vielleicht schickt ihr mir ja Karten aus dem Urlaub. Naja, schaue ich dann beim nächsten Mal, wenn wieder was sein sollte. Kicking round dust, alone around the run. So, Video ist fertig abgedreht und jetzt mache ich noch meinen Abendspaziergang. So süß wie Lotte und Simba gerade da liegen. Oh, Schneggele und der Simbole. Jo. So, I need my sunglasses. Cool, dude. Achso, Outfit of the Day könnte ich euch ja zeigen. Ausnahmsweise ist das Licht hier mal gut. Und hier könnt ihr alles sehen. Ich trage eine Bluse von Lara. Ich glaube, sie ist von Atmosphere. Ich sollte mal lieber dazu sagen, von welcher Marke. Ich kann das nicht sehen, aber ich sollte lieber die Marke sagen. Sonst könnt ihr damit nicht so viel anfangen. Dann Hot Pants in Gelb von H&M. Und Sonnenbrille von Boss. Armband von H&M und was habe ich noch? Ach so, die Blümchen und Pink Lips heute. That's it. Wie so süß die beiden. So Zucker. Hier bin ich gerade schön im Schatten der Bäume von links und im Schatten des Maisfeldes von rechts. Wenn man nicht direkt in der Sonne ist, dann geht es, aber wenn man keine Sonnenschutz hat, was will ich sagen. Ich meine halt, wenn man die pralle Sonne abbekommt, dann ist es ziemlich heiß und aber hier geht es gerade und hier ist es gerade etwas angenehmer. Und es riecht nach gemähter Wiese. Hier ist die Wiese auch gemäht. Aber das riecht richtig gut nach Heu und Wiese. Und man merkt, dass der Herbst langsam kommt. Auch wenn es jetzt noch mal so richtig heiß ist, aber es liegt trotzdem schon so in der Luft.
So, ich muss mir jetzt unbedingt was zum Abendessen machen. Ich habe heute das gleiche wie gestern in einem Gläschen von meiner Mama. Das waren Kartoffeln mit Kürbis und Bohnen, Gemüse und Fenchel. Und die Holly kommt auch schon und denkt, dass es was zu essen gibt. Ha? Habt ihr auch Hunger? Ja. So, hier ist mein Gläschen und ich werde mir vegetarische Bratwürstchen dazu mit rausbraten. Obwohl, das kommt hier hin. Das ist so lecker. Nein! Das war jetzt eine Kettenreaktion. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Wasser reingeben, damit ich alles vom Glas wegbekomme. Dann ist es mir ausgerutscht und dann ist es umgekippt und jetzt habe ich hier die Überschwemmung. Ja. Na, habt ihr Hunger? Moment. Und erstmal für Bruno zwei Karotten noch schneiden oder nehmen wir. Leute, wir nehmen den. Baby, Baby, Baby. Eine Karotte für die Lotte. Eine Karotte für die Holly. Eine Karotte für die Emily. Lotte hört Emily und will Emilys Karotte. Und eine Karotte für den... Da ist doch deine Karotte, Lotte. Hier nimmst du die Karotte. Warum ist immer die Karotte, hier sind zwei Karotten, warum ist immer die Karotte von den anderen besser als die eigene Karotte? Man weiß es nicht. Hier, Bruno, für dich. Ja, Karotte, klein geschnitten. Guten Appetit. Jetzt habe ich einen Senf gelangt. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich lasse mir jetzt mein Abendessen schmecken und wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss.